Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und ich werde hier gerade eingeschneit. Wer konnte das ahnen? Jetzt ist heute über Nacht quasi hier der Winter ausgebrochen in Bremen. Und ich wollte eigentlich eine Probefahrt machen, eine Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven. Ihr kennt das ja, die 130 Kilometer bei Tempo 130 mit diesem Auto hinter mir. Es ist ein Fiat 600e in der Red-Ausführung, das heißt die günstige Variante. Der kostet nämlich abzüglich Förderung unter 32.000 Euro und damit eins der günstigsten Elektroautos im Moment mit einer anständigen Reichweite. 54 Kilowattstunden Akku brutto, 51 netto und man soll damit rund 410 Kilometer kommen laut WLTP. Das hätten wir heute natürlich super feststellen können, gerade bei solchen extremen Bedingungen. Und jetzt kommt das Aber. Der Wagen ist brandneu beim Händler, der hat erst 5 Kilometer gelaufen. Also ich bin der Erste, der ihn fährt und der Händler hatte leider noch keine Winterreifen. Das heißt, da sind Sommerreifen drauf. Und naja, bei dem Wetter werde ich natürlich den Teufel tun und jetzt mit Sommerreifen hier auf die Autobahn. Das heißt, den Test für die Reichweitenstrecke muss ich nachreichen. Seid aber nicht traurig, kommt wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr raus. Hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab und davon, ob der Händler früh genug die Winterreifen drauf kriegt. Ja, ich kann euch aber noch ein bisschen was vom Interieur zeigen. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Boah, Leute, das ist kalt heute. Was haben wir denn? Minus? Ja, hier steht 0 Grad, kann ja wenig sein. Also es friert, es ist alles vereist draußen. Und wir haben Schnee. Also von daher Probefahrt heute, wie gesagt, leider Essig mit den Sommerreifen hier drauf. Das werde ich natürlich nicht tun. Aber ich kann euch ein bisschen was vom Interieur zeigen. Der Fiat 600e ist ja hier in der Red-Variante die günstigste Ausstattungslinie. Überhaupt gibt es ja nur zwei davon. Also man kann entweder die Red nehmen oder die La Prima. Und dann gibt es noch ein bisschen Farben, die man wählen kann. Ja, und das war's. Der Rest ist dann immer irgendwie Standard. Und hier in der Red-Variante zum günstigeren Preis, nämlich 36.490 ohne Förderung. Und je nachdem, in welchem Jahr ihr dieses Video schaut, also 2024, da ist die Förderung ja wieder ein bisschen geringer als dieses Jahr 2023, wo ich das Video drehe. Das heißt, wir liegen dann im Verkaufspreis nach Förderung so ungefähr bei ja, 33.000 und ein paar zerquetschte. Vielleicht kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt vom Händler, dann könntet ihr vielleicht noch billiger wegkommen. Aber damit ist dieses Auto ja doch relativ erschwinglich im Vergleich zu vielen anderen, die dann eher 40.000, 50.000 kosten. Und bietet doch tatsächlich eine ganz akzeptable Reichweite, zumindest laut WLTP. Und das sind nämlich die 409 Kilometer, um genau zu sein. Und die sollen aus dem 54 Kilowattstunden Akku kommen. Das ist ja der ECMP-Baukasten von Stellantis hier. Und eigentlich ist es die gleiche Plattform wie der Opel Mokka, wie der Corsa, wie der Jeep Avenger und so weiter und so fort. Alles, was Stellantis halt so im Portfolio hat. Das ist das hier die gleiche Plattform von der Größe, so ein Kompakt. SUV, Mini-SUV, wie auch immer. Er wirkt doch tatsächlich recht klein. Wenn man den Fiat 500 daneben stellt, sieht man aber doch deutlich den Größenunterschied. Der 600er ist echt eine Nummer größer, also ganz deutlich als der 500er. Bietet innen aber auch nicht so viel Platz. Und das ist auch gleich einer der Punkte, die ich nachher noch ansprechen möchte. Ansonsten hier ist es so Fiat-typisch vom Cockpit her. Also richtig pfiffig und stylisch, keine großen Überraschungen, denn der Stellantis-Baukasten, der hat natürlich gewisse Vorgaben, die sind hier dann auch wieder erfüllt. Zum Beispiel haben wir hier das 10,25 Zoll Display, was wir auch schon im Avenger finden. Da ist sogar noch die Folie drauf. Also ich bin wirklich der Erste, der dieses Auto fährt, also fahren sollte, bei dem Wetter eher weniger. Jetzt tatsächlich 12 Kilometer auf dem Tacho, weil ich vom Händler gestern Abend hier noch nach Hause gefahren bin. Und da war es noch trocken, ohne Schnee und auch über Null. Aber gut, so kann sich das über Nacht ändern. Ja, 10,25 Zoll Infotainment Display und hier beim Red ist es leider so, dass die Funktionalitäten hier in diesem Display ja, übersichtlich sind. Wir haben hier zum Beispiel momentan hier in dieser Version kein Navi. Das ist aber gar nicht so tragisch, denn wir könnten Apple CarPlay und Android Auto verbinden, drahtlos. Das geht also, gar kein Problem.
Und damit kann man dann im Prinzip alles erledigen, was man so möchte. Damit hat man eben auch alle Funktionen. Better Route Planner, Google Maps, Google Navi, keine Ahnung, WhatsApp, Spotify, Apple Music oder irgendwelche anderen, Google Play oder sowas. Je nachdem, was ihr habt für ein Handy, die gesamten Funktionen, die ihr so kennt, könnt ihr hier nutzen. Und damit bleiben eigentlich auch, was das Infotainment-System angeht, keine Wünsche offen. Cleverer Schachzug. Auch die Tasten hier im Armaturenbrett sind so, wie man sie vom Stellantis-Baukasten gewohnt ist. Wir haben hier eine Home-Taste, wo man auf das Menü zurückspringt. Wir haben hier eine Taste mit dem Auto, wo man in die Fahrzeugfunktionen kommt. Und die sind hier doch relativ übersichtlich. Wir haben hier Favoriten und die gesamten Funktionen. Er hat hier natürlich sowas wie Spurhalteassistent, automatisches Bremssystem, Traktionskontrolle, Tempolimiterkennung, also immerhin Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, also einiges dabei. Was hier aber fehlt, ist eben der adaptive Tempomat, der richtige aktive Spurhalteassistent und Querverkehrswarner etc. pp. Sowas hat er natürlich nicht, das bleibt dann der La Prima-Version vorbehalten. Darunter ist dann die Klimasteuerung mit richtigen Tasten und ein schöner Drehregler für die Lautstärke der Medien. Und darunter wiederum ist eine kleine Ablage, so eine Gummieinlage. Kann man die rausnehmen? Ja, irgendwie nicht so. Passt zum Beispiel auch ein Handy hin. Mal sehen. Ja, wunderbar, funktioniert. Darunter wiederum die Schalter für die Gangwahl und das Ganze eingebettet in der kleinen Mittelkonsole, die so eine schöne Abdeckung hat, so eine magnetische, wie so beim iPad zum Beispiel. Das ist das gleiche wie beim Jeep Avenger, ist auch original 1:1 kompatibel, nämlich diese Abdeckung ist vom Avenger, weil in dieser Ausstattung beim Händler die Originalabdeckung irgendwie nicht dabei war. Die hat er noch nachbestellt und da hat er mal kurzerhand die vom Avenger reingeklickt. Kann man hier auch so irgendwie so rausnehmen. Hier drunter ist dann auch noch mal ein großes Fach und da wäre eigentlich eine Handyablage, wo man das Handy induktiv laden könnte, wenn man die La Prima-Ausstattung hätte. Hier im Red ist da keine induktive Ladeschale, sondern nur eine Ablage, die leider sehr rutschig ist. Das ist nämlich reinstes Hartplastik und das Handy, ja, das hält hier überhaupt nicht. Kann ich also nicht empfehlen, lieber hier. Hier ist es nämlich gummiert. Aber sonst ein schönes tiefes Fach. Da gibt es auch noch zwei USB-Anschlüsse und ein 12 Volt Zigarettenanzünder-Steckdose. Also Herz, was willst du mehr? Und ein bisschen zu kritisieren ist so diese magnetische Abdeckung. Da muss man immer mit den Fingernägeln so ein bisschen knibbeln, dass man das wieder loskriegt, weil es ist doch sehr magnetisch. Hat dann zur Folge, dass nach 1-2 Jahren diese Ränder hier wahrscheinlich total ausgefranst sind vom vielen Knibbeln. Ja gut, der Rest der Mittelkonsole ist schnell erklärt. Wir haben hier die Fahrmodi, Eco, Normal und Sport. Feststellbremse, noch so ein Fach mit so rausnehmbaren Trennern. Da kann man sich das dann zurecht konfigurieren, wo dann auch so Flaschen oder Kaffeetassen reinpassen. Und noch eine kleine Mittelarmlehne mit einem tiefes Fach, wo vielleicht so eine 0,2 Dose oder sonst was reinpasst. Also keine 0,3 Flasche, dafür ist es nicht tief genug. Ja, das war im Prinzip die Mittelkonsole. Sitze sind hier beim 600e in der Red-Ausführung Stoff mit einer schön eingeprägten 600 und dann das Red. Auch diese roten Ziernähte hier überall in diesem Stoff Fiat eingeprägt. Sieht alles richtig schick aus. Dieser Stoff setzt sich auch fort hier in der Armablage von der Tür. Das ist auch schön weich. Der Rest ist ja einfach Hartplastik, wie man das aus dem Fiat 500 schon kennt. Das ganze Cockpit ist auch so ähnlich hier, auch in Wagenfarbe lackiert, Fiat 500-like. Ja, Hartplastik, hier so eine Chromumrandung, auch natürlich Kunststoff hier, das ganze Armaturenbrett. Alles Hartplastik, ist aber nicht so tragisch, denn es wirkt eigentlich angemessen für das Auto. Man erwartet jetzt hier nicht beim 600er irgendwie eine Premium-Volllederausstattung. Das ist es gar nicht. Also von daher finde ich das hier im Innenraum sehr, sehr gemütlich und fast schon jugendlich frisch und mir gefällt das total gut.
ein großer Pluspunkt für das ganze innere Ambiente ist auch das schöne kleine Lenkrad. Das ist wiederum mit Leder bespannt und hat zwei Speichen mit so ein paar Tasten drauf, richtige physikalische Tasten. In der Mitte eine große 600 und ein 7,5 Zoll Tacho-Display, wo man im Prinzip dann alle relevanten Informationen findet. In den Türen gibt es dann noch so Ablagen, die sind auch groß genug, aber da passt wahrscheinlich auch nur so eine 0,3er Flasche rein. Größer ist es dann nicht. Die Soundanlage hat hier 4 Lautsprecher, in der La Prima sind es 6 Lautsprecher. Klingt aber eigentlich ganz gut. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir mal zu den Rücksitzen und da wird es dann ein bisschen kritisch, finde ich. So, setzen wir uns mal rein. Also ich bin 1,82 groß und sitze jetzt hinter mir. Der Sitz ist auf mich eingestellt und habe wirklich gerade so Platz. Also die Knie drücken sich schon in den Sitz, in diese Mulde. Ja, es ist verdammt eng. Die Füße passen gerade so unter den Sitz. Wir haben hier hinten auch keinen USB-Anschluss, der wäre normalerweise hier. Bei der La Prima-Version ist da einer, hier ist keiner in der Red-Variante. Und wir haben einen kleinen Mitteltunnel. Das engt natürlich den Fußraum noch mehr ein. Ja, Mitteltunnel trotz ECMP-Plattform, komisch. Aber ich glaube, diese Version ist auch als Hybrid geplant. Ja, ich würde also sagen, für kleinere Leute ist es nicht so schlimm, aber für große Menschen über 1,80 ist es hier doch ein bisschen eng hinten. Kopfbreite ist ganz okay, also mehr als eine Handbreit. Nur die Kopfstütze ist auch ein bisschen niedrig, also die drückt mir hinten in die Schulter und könnte eigentlich ein bisschen höher sein. Also irgendwie ist gerade die hintere Reihe hier nicht wirklich zum langen Reisen gedacht, zumindest nicht für Menschen über 1,80. Kofferraum vom Fiat 600e, hier beim Red nur von Hand zu öffnen, beim La Prima geht die elektrisch, haben wir hier 390 Liter und man kann die Rückbank asymmetrisch umklappen, dann sind es 1230. Und hier unten ist noch so ein kleines Fach, wo ja vielleicht Handschuhe, Warndreieck und so reinpassen, aber nicht mehr. Das heißt, damit muss man jetzt auskommen und jetzt ist die gute Frage, passt hier noch ein Hund rein? Myla, komm mal her. Ja, du hast es heute echt nicht eilig, ne? So, die Ladekante ist jetzt hier ein bisschen hoch. Das heißt, es geht hier so 20 cm tief runter. Das ist nicht so ideal, um den Hund hier reinzukriegen. Und jetzt gucken wir mal, ob die Klappe zugeht. Das müsste eigentlich passen. Kopf weg. Ja, doch. Das sieht gut aus. Ist noch Kopffreiheit da. Und mal gucken, wie es von innen aussieht. Na, Myla, fühlst du dich hier wohl drin? Das sieht aber ganz gut aus, ne? Platzangebot ist doch ganz großzügig. Ja, ich würde sagen, für den Hund ist hier Platz im Fiat 600. Da kann man mit reisen. Ist zwar nicht üppig, Kopffreiheit geht, aber Platzangebot geht auch. Nur wohin dann mit dem Gepäck? Weil Frunk haben wir nicht. Hier unten drunter ist kein Staufach. Da hilft dann halt nur noch eine Dachbox. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass gerade diese CarPlay-Konnektivität nicht so richtig zuverlässig ist. Ich bin jetzt hier bei meinen Geräten. Mein Gerät wird hier auch erkannt, aber irgendwie... Wenn ich jetzt sage, Apple CarPlay anwenden, müsste er doch Apple CarPlay darstellen. Tut er aber nicht. Warum auch immer. Vorhin hat er es mal gemacht, wo ich eingestiegen bin, aber jetzt überhaupt nicht. Dann gibt es noch Mirror Screen mit dem Handy und diesem Display. Gerät verbinden, kann man sagen. Dann steht hier auch, mein iPhone ist getrennt, obwohl ich das ja schon x-mal verbunden habe. Wenn ich unter Bluetooth gucke, dann ist der Fiat nicht verbunden. Da klicke ich mal drauf und verbinde ihn. Jetzt ist er verbunden. Hier steht Fiat verbunden. Hier steht iPhone 15 getrennt. Tja, Leute. Apple CarPlay anwenden. iPhone 15 steht immer noch getrennt. Geräte in der Nähe keins. Ja, also so richtig scheint das nicht zuverlässig zu laufen, was auch so ein bisschen nervig ist. Immerhin gibt es hier auch Software-Updates over the air. Gestern Abend, wo ich hier nach Hause gekommen bin, hat er mir gleich eins angezeigt, habe ich installiert, hat 5 Minuten gedauert. Dann war es durch. Welche Version das ist, bei den Einstellungen System, wo sieht man das? Oh, 1.26.30.32. Ja, wenn ihr was damit anfangen könnt, wisst ihr, welche Version das ist. Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt die neueste, weil das Update kam ja gestern. Gut, ja, ansonsten, der Wagen ist ein sehr schönes Auto. Mir gefällt er richtig gut. Er hat auf mich nicht so diesen sexy Faktor wie der 500er. Der ist irgendwie so knuffig und noch von den Proportionen und der Optik irgendwie noch mal irgendwie geiler, muss ich sagen. Der hier wirkt so ein bisschen aufgeblasen und im Innenraum leider doch ein bisschen klein. Für die
scheinbare Größe, von daher würde ich ihn eher so als Scheinriesen bezeichnen. Reichweitentest kann ich heute leider nicht machen, zum Verbrauch kann ich eben auch noch nichts sagen. Gestern die 5 Kilometer in der Stadt, die ich gefahren bin, waren überhaupt nicht aussagekräftig. Angezeigt wird mir jetzt jedenfalls bei 91% Akkustand 376 Kilometer Reichweite. Das ist aber eher so dieser WLTP-Wert und wird mit der Realität wenig zu tun haben. Angegeben ist er so mit 15 Kilowattstunden im Durchschnitt laut WLTP. Bei solchem Wetter wie heute wäre das mit Winterreifen und dann 130 auf der Autobahn mit Sicherheit nicht zu erreichen. Von daher wäre jetzt meine geschätzte Reichweite für dieses Auto so 260 Kilometer vielleicht auf der Autobahn. Die Ladeleistung beim Fiat 600e ist übrigens typisch Stellantis-Baukasten. Wieder diese 100 kW an DC, also am Schnelllader, und die 11 kW AC. Das heißt hier mit dem 54 Kilowattstunden großen Akku so 40 Minuten von 10-80%, das sollte drin sein. Wie das jetzt bei Kälte ist, das bleibt es noch zu prüfen. Wie gesagt, das kommt dann in meinem Reichweitentest. Und naja, der Preis ist halt ein Argument. Man kann ihn sicherlich auch günstig leasen. Von daher ist das sicherlich ein sehr interessantes Auto. Mir persönlich wäre diese Ausstattung vielleicht ein bisschen zu mau. Ich würde eher zu La Prima greifen, aber da bin ich dann doch mal deutlich teurer, nämlich mal eben 6.000 Euro mehr, 42.490. Und das ist dann schon vielleicht die Schmerzgrenze für euch. Dafür ist die Ausstattung viel besser. Volles Paket der Assistenzsysteme, eine Kunstlederausstattung, bessere Soundanlage, induktives Laden und. Alles, was damit zusammenhängt, statt 16 Zoll Felgen wie dieses Auto, 18 Zoll Felgen und so weiter und so fort. Von daher ist es eine Alternative. Wenn ihr das Geld habt, würde ich auf jeden Fall zur La Prima Version greifen. Ansonsten würde ich sagen, Fiat 600e, ein gelungener Wurf und ich bin gespannt, wie er so ankommt. Er wird jetzt ja so langsam ausgeliefert und wird dann nächstes Jahr hoffentlich richtig Gas geben hier mit diesem Auto, weil der 500er, der war ja lange Zeit das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland, zumindest Anfang diesen Jahres noch. Und da bin ich gespannt, wie sich der 600er schlägt. Ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Avenger und 600er, der Avenger ist ein bisschen teurer, muss ich zugeben, aber ich glaube, ich würde den Avenger nehmen, weil er einfach doch ein bisschen mehr Platz bietet und für meinen Geschmack optisch mich doch mehr angemacht hat. Kritikpunkt beim Avenger war dieser skurrile Blinkersound, diese Beatbox, die mich wirklich jedes Mal nerven würde. Das ist bei dem natürlich nicht so. Naja, ihr müsst es vielleicht euch selber mal anschauen und diesen Reichweitentest, den reiche ich natürlich schnellstmöglich nach. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch schaffe. Mal sehen, wie das Wetter wird und wie das mit den Winterreifen aussieht hier beim Händler, wenn er die draufkriegt auf dieses Auto. Ja, ihr dürft gespannt sein, ich bin's auch. Auf jeden Fall hat mich der Wagen überzeugt. Es ist für das Geld ein richtig gutes Auto und eins der günstigsten Elektroautos mit einer anständigen Reichweite und einer großen Batterie. Schaut ihn euch an, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr den 600er auch so schön findet wie ich oder ob ihr eventuell auch den Avenger vorziehen würdet. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.